Guten Tag, Abdus hier, den wir beim letzten Mal unseren Avenger-Probe geflogen haben. Ich glaube, wir hatten verkauft, aber ich habe es wieder vergessen. Nee, hatten wir natürlich nicht. Ah, UFO-Navigation verticken. Produktion, nochmal gucken. Panzerleere Geschütz. So. Oh, Forschung abgeschlossen. Ja, das sind diese ekelhaften Schwebedinger, denen wir mal begegnet sind. Ekelhafte Viecher. Naja. Weg damit. So. Dann verhört die mal. Sehr klein. Wo ist unser... Da sind unsere Landesgrenzen hin. China. Firestorm. Schießt den mal ab. Ja, ballert immer vom Himmel. Bam. I don't care. Mach alle kaputt. So, Fusionskugelnabwehr. Genau. Und jetzt habe ich das Problem. Genau, brauche. Oh, Ausschlussvergeltung. Genau, wegen Vergeltungsstufung direkt angreifen. Genau, haben wir noch nicht erlebt. Das soll auch hoffentlich so bleiben. Halt, stopp. Verschunk. Und gleich sind wir durch. Dann kann ich entlassen Wissenschaftler 100. Dann wird es auch nicht mehr so teuer, der ganze Mumpitz hier. Einrichtung bauen. Nee, ich möchte Quartiere. Hier so ein Labor abreißen. Lass das mal. Brauchen wir nicht mehr. Das nämlich auch. Wie sieht so unsere Quartiere auch aus? Da können wir auch 100 von plätten. Das heißt, zwei Quartiere kann ich hier stilllegen. Ich könnte hier eine Klimazelle bauen. Ich kann diesen Hangar hier auch demontieren. Quartiere neu bauen einmal bitte. Und dann brauche ich mir noch eine Werkstatt. Und noch einmal Quartiere, dann werde ich das da oben nämlich auch abreißen. Dann haben wir das gleiche Layout wie bei dieser hier. Und die Klimazelle könnte ich nochmal umlegen. Wo ist das Scheißding? Hä? Da. Kostet ja nix. Ach du Scheiße. Trotzdem gibt mir das Geld gerade aus. Na, ich glaube, brisant Sprengstoff. Pausische Granaten verticken. Ein bisschen Legierung, da sind wir auch wieder ein bisschen flüssiger. Kostet uns jetzt auch nicht mehr so viel. 4,3 plus 3, 2, 5, 7, dann kriegen wir 2,5 Millionen extra in einem Monat und der ist ja auch schon bald wieder um. Man, oder auch nicht. Ja, Berichte. Ah, okay. Da können wir mal die marsianische Lösung erforschen. Deswegen habe ich die 50 auch behalten. Großes UFO. Apropos, wie sind wir jetzt hier mit der Produktion? 3 Tage noch, Lightning. Ich weiß nicht, ob dafür eine Plasmastrahlen habe ich sogar noch.
gut. Immer, ich behalte immer einen konventionell in der Hinterhand, hier in Abfanggegner und hier in Skyranger, weil ich nicht weiß, ob wir tatsächlich als Illyrium als Antriebsmittel brauchen. Zum Stützpunkt. Ist aber nach Afrika geflogen, das finde ich nicht so gut. Hier den Abfangjäger aus der EU mal starten lassen. Patrouillier doch mal hier unten. Außerdem haben die mehr Sprit, das war's. So, ausrüsten. Da haben die Terror gemacht, das finde ich überhaupt nicht gut. Panzer haben wir hier. Quack mit Soße, Junge. Ja. Drei Panzer. Oh, wie viele Leute haben wir jetzt an Bord? 12. So. Das sollte reichen. Rüstung. Nee. Mach ich anders. So, jetzt sind die ohne Rüstung. Meine sind verwundet. Kann ich ihnen das die Anzüge noch wegnehmen? Jetzt würde ich gerne aussuchen, dass der Panzer vorne steht, also meine Para. Kann ich aber, glaube ich, nicht. So. Oh, ups. Festgehakt. Ah, Terrorangriffe hasse ich ja. Sanitasche müssen wir auch mal nachbauen, ganz dringend. Brauchen wir eigentlich nicht, aber nehme ich trotzdem mal mit. Und ein Lasergewehr. Haben wir auch noch in der Hinterhand. Abfangen. Avenger. Cape Town. Im Morgengrauen kommt die XCOM. Wusch. Boah, sind die schnell. Genau. Du nimmst mal das Ding in der Hand. Bullshit. Das ist nämlich genau falsch. Ich gehe ein bisschen weiter nach vorne, damit ich meine Blasterbombe, die mächtige, nicht ganz hinten habe. Aber hinten nochmal so Mediziner. Das ist ganz praktisch. So. Mumutonen. Ja, da muss erstmal Platz machen für alle anderen. Da ist noch einer. Gut. Da ist noch einer. Genau. Und den können wir gleich mal irgendwie versuchen, in den Rücken zu schießen. Was sieht er denn? Ach, da hinten ist noch so ein Knecht. So, Schnellschuss. Ah. Das ist unsere mächtige Laserwaffe. Die schießt Mutonen um. Aua, mitten ins Gesicht, Junge. Das macht man doch nicht. Hockst du dich dahin, Junge? Ah, dritten Schuss war auch endlich tot.
So, mit Plasmapanzer können wir immer rausfahren hier. Mal sehen, wie sieht der jetzt schon wieder? Ach, den da hinten. Muss ich auch nochmal entsorgen. Was? Ih, Schleimeding. So, bisweilen erstmal egal sein. Was sehen wir jetzt noch? Ach, das Schleimeding wieder. Schießen wir mal drauf. Ah, schöne Wurst. Um jede Menge Leute abzuschlachten jetzt. Genau. Den brauchst du nicht sehen da hinten. Alter. Mach die Schmuck Panzer kaputt, wa? Oh, lebt noch. Sehr schön. Vielleicht kommt hier bestimmt wieder so eine scheiß Granate angeflogen. Das kann ich überhaupt nicht ab. Haha, sehr schön. Autoschuss. Genau, der hat den armen Passanten nämlich gleich erschossen. Das finde ich überhaupt nicht gut. So. Da sind wir noch einen blauen. Granate. Ah, ein Panzer kaputt, egal. Man muss so eine Sicht frei machen hier. Ja, haha. Bringt nichts, Junge. Okay. Hm, wo war unser Schwebepanzer denn? Hä? War das Viech doch eben noch? Dann halt nicht. Der hatten, den hatten wir schon. Hopp! Wow! Locker! Okay, dann machen wir die Wand halt auch weg. Oh, er kann ihn sogar sehen. Und tschüss. Na großartig, ist ein Typ mit einer Laserpistole in der Hand. Wie knackt ist das denn? Ich glaube, er sollte den meinen Blaster haben. Ja, genau, blöden Passanten da. Hier war doch irgendwie so ein Schleimeding drin. Was ist das denn hin? Mist, ich wollte noch verlaufen hier. So. Toter Mumutone. Nimm mal deine Waffe her. Ist quasi wie in Russland. Jeder nur ein Magazin. Jeder zweite eine Waffe. Oh, hi. Moin, Junge. Ach, shit. Ich weiß das. Oh, jetzt können wir da dann hinschießen.
geh doch mal darum. Ja, du bist doch an. Können wir den treffen von da aus? Weiß ich. Shit. Okay, dann muss gleich nochmal versuchen. Oh moin. Ach, das ist so ein Schleimeding. Schnellschuss. Wie, keine Visierlinie. Schieß ihn kaputt. Ah. What? Ach, das hat sich dahinter versteckt, das miese Biest. Na du Arsch. Ja, Mau. Ja, Katze. Schieß den mal an. Ich will ihn lebend. Das scheint nicht gewirkt zu haben. Ich hoffe, ich kann die überhaupt betäuben. Bin mir manchmal nicht so ganz sicher. So, das ist mein Schwebepanzer. Den können wir mal eben kaputt schießen. Na, okay, dann macht er halt jetzt die Tanke. Das hat gereicht. Hervorragend. So. Ja, Kantapa, Kantapa. Oh ja. Wir haben Zivilisten. Oh. Alter. Ich bin den lebend. Drecksau. So, nachladen. Mit den ausgezeichneten Schuss hinlegen. Ah, das war ja sehr berühmt, du Idiot. Dann hilft es ja nichts. Da kommt er, glaube ich, auch nicht raus. Das ist ein Nahkampfvieh, soweit ich weiß. Und er ist ein Geben von Hecke, wo er nicht raus kann. Ist ja kaputt. So. Hier nochmal ein kleines Feuergefecht. Ja. Das Gesicht, du Arsch. Den auch nochmal eben beseitigen. Dann könnte es das schon wieder gewesen sein. Oder auch nicht. Ah, da steht noch ein Mumutone rum. Oh shit. Nochmal Deckung. So, wie können wir den denn erreichen? Gar nicht so einfach. Können wir den schon treffen? Nein, auf keinen Fall. Oh. Da in der Tür steht er, wa? Kannst nicht mal. Sauber. Der könnte ihn aber treffen. Versuchen wir einfach mal. Mist. Komm. Na komm, kleiner Mutone, komm. Perfekt. Einen Lebenden haben wir sogar geborgen. Das finde ich sehr angenehm. Getötete Zivilisten, Panzerschild, oh. Aber nicht einen verloren. Hier, so schnell fliegt das Scheißding. Wusch. Gut.
Nee, das wollte ich erst zu Ende machen, genau. Das hatte ich mir gerade überlegt. Mutoneningenieur, Toter Zedekaid. Die Toten kann ich allerdings mal eben durchforschen. Es sind nämlich 20 pro. Hehe, Mutoneningenieur. Ihre Kampfrasse, ja, am Arsch. Huch, das habe ich übrigens gerade mit dem Bock missgeschossen. Das macht der Gewöhnung. So, aber der interessanteste Teil ist schon Video schon wieder vorbei. Diesmal verkaufe ich auch mal was. Ich habe nur einen gehabt. Okay, toter Mumutone, weg damit. Betäubungsbomben ein paar aufgesammelt. Sehr gut. Gute Runde. Gute kleine Runde. Und sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.